armes Deutschland. Armes Deutschland. Sehe ich Deutschland, wird mir bang. Seit 1990 geht es im Rückwärtsgang. Beim Volk, denn das wird abgezockt. Dafür die Kapitalrendite aufgestockt. Die Binnenwirtschaft leidet sehr. Dafür steigt das Arbeitslos näher. Für Arbeit kriegt man wie zum Hohn seit Jahren immer weniger Lohn. CSU-Müller sagt es jetzt ganz offen, auf Arbeitslohn darf keiner hoffen. Nur wer Sklavendienste leistet ohne Murren, bekommt was gegen Magenknurren. Für Politiker mit solchem Übermut wäre solcher Dienst bestimmt mal gut. Doch laufende Kontrolle wäre Pflicht, denn ordentlich arbeiten können die nicht. Beispiel Gesundheitsreformenblase. Die Ärzte gehen schon auf die Straße, weil sie nichts von dem Kuchen haben. Nur Pharmakonzerne, die können sich laben. Konzernen hat man die Steuern geschenkt, die Spitzensteuer unverschämt abgesenkt. Jetzt hat man erhöht die Mehrwertsteuer, so wird das Leben richtig teuer. Wird Politik weiter vom Kapital bestimmt, das Volk noch größeren Schaden nimmt. Um solchen Schaden abzuwenden, wehrt euch mit Füßen und mit Händen. Drum deutscher Michel, werde munter, kommt zu uns auf die Straße runter und zeigt dem Herren zum Verdruss, dass sich im Staat viel ändern muss. Danke.